Hallo, zum heutigen Stream. Ich bin schon gut anfangen. Wir haben Phil und ich glaube, ich zeige dir richtig, richtig. Jawohl, Simon. Simon, wir spielen zusammen Mordhau. Ja, ich höre jetzt noch nichts da. Multiplayer Action, wo du hörst nicht. Nein, im Moment höre ich noch nichts, aber warte mal, ich muss ich da noch die Lautstärke drehen. Nein, das ist gut. Das ist gut. Genau, Multiplayer, Mittelalter, Action, so im Stil von Chivalry, War of the Roses, Sword For and, Honor. Sword and, so, nein, was? Sword and Sorcery ist, glaube ich, sonst. Nein, so, nein, Blade and Mountain Blade, Blade and Mountain. Ah ja, das gibt's auch noch. Mountain Blade. Genau, wir haben schon mal ein Team gemacht und ich würde sagen, wir fangen gerade mal an. Es gibt so drei zentrale Spielmodi: Frontline, Battle Royale und Horde. Wir spielen Frontline. Ich schreibe nachher im Discord, versuche ich dann noch kurz den Server vielleicht reinzutun, wenn ich den Namen finde. Ich hätte auch noch meinen schönen Schal erwähnt, bitte. Der sieht dreckig aus, du. Der hat etwas erlebt, weißt du? Über deinen Winterthur-Fan-Swagger. Gehen wir zu den Blauen. Ja, also gut. Ja, immer gern. Genau, immer also. Gern blau. Es gibt diverse vordefinierte Klassen. Ich nehme jetzt mal eine, die ich gemacht habe. Und es ist wirklich, es ist. Bei Frontline Spielprinzip ist an und für sich einfach. Es sind zwei Teams, so, ich glaube maximal 32 Leute. Und dann versucht man Punkte zu erobern. Und einfach oben hat man Tickets. Je mehr dass man stirbt, desto weniger hat man und so weiter. Relativ simpel eigentlich. Und. Aber das Spezielle an dem Game ist eben. Ich meine, es ist einfach, um hier solche Waffen rumschwingen und so. Aber das Kampfsystem ist wirklich recht geil tief. Also man kann hier, man sieht, das kleine Zeiger in der Mitte bestimmt, wo man anschlägt. Ob man links oder rechts schlägt. Man kann blocken, parieren. Man kann schlagen, den Schlag abbrechen. Und dann aus dem wieder einen Angriff machen und morphen, indem man einen Schwinger in einen Stich umwandelt. Huren für Möglichkeiten. Was hackst du denn da ab? Der ist lang tot. Jetzt kann ich den zum Schlag. Aber stechen! Der sieht mich gar nicht! Aber der sieht mich. komm weg! Aber der nicht, oder? Wir sind blau, oder? Ja, ja. Genau nicht. Ja! Grottenschlecht, grottenschlecht. Und eben genau, jetzt. Es braucht alles Ausdauer. Und wenn wir. Wenn man eben richtig blocken würde, wenn einer von links schlägt, man tut dann auch links blocken, dann kann man gerade einen Konter machen. Oder eben aus dem und. Eigentlich ich tue noch schon den Server. Also wir sind im Taipei. Haben wir einen guten Ping? Oh, wir haben vielleicht mal einen anderen Server nachher nehmen. Okay. Scheiße! Ja, gut. Also, warte, ich schicke das schon rein. Oder? Wie heißt der? Auf dem Taipei Hörnpipe. Hörnpipe. Lecker, der Ping ist ganz mies, hä? Ja. Hey, nein, dann kommen wir neben einen anderen Service gar nicht. Sicher? Ja, nein, es sind 400. Ich habe vorhin. Ja, ja, nein, ist klar. Und der Fall Damage hat es irgendwie registriert. 3 Sekunden nachher. Also gut, dann nehmen wir hier Europa. Wird vielleicht von Anfang an nehmen, aber. Geht nicht. Hä? Aber ist. Also, dann komm mal raus und pfeifen. Ah. Ich glaube, jetzt kann ich. Wieso hast du nicht gefragt? Ja, ist bis jetzt nie das Problem gewesen. Ja, vielleicht jetzt um diese Zeit. Kann sein. Ja, gut, also dann, warte, dann ist es nicht der. Wir sind. Nein, genau, aber das ist schon noch krass. Also, man merkt die und wir gehen wieder blau. Ja. Wir gehen. Ich nehme jetzt nochmal den Witchy. Also London, Margaret 4. Margaret 4. Okay. Veteran. Genau, es hat verschiedene vordefinierte Klassen. Man kann aber wirklich alle selber machen. Und es gibt so die, es gibt mit zwei Händen, mit Speer, mit Lanzen, ey, alles. Und man kann die Waffen auf verschiedene Arten tragen. Ich kann es jetzt auch zweihändig, dann haut sie stärker dafür langsamer. Wie kannst du das? Mit R. Gewisse Sachen wirfst du dann aber. Mit Speer zum Beispiel wirft man. Wow! Es gibt auch Rösser. Und am besten ist, wenn man einfach. Oh oh! Oh oh! Hey nein! Am besten ist. Ich finde, man muss nicht unbedingt gut zum Spass haben, weil man kann einfach zusammen andere Leute verprügeln. Oder einfach
bestimmte Klassen nicht zum Fallen stellen und so. Und kann dann so Punkte machen. Das finde ich eigentlich recht cool. Und, ah genau, und was noch speziell ist, was... Du Wichser! Hey, das sei... Der Speerwerfer! Oh, jetzt verblüht ich... Nein! Was wollte ich noch sagen? Ich habe es vergessen. Etwas, was noch speziell ist. Ah, Friendly Fire! Es gibt Friendly Fire. Ah, nicht, es ist aber nicht so heftig, oder? Mal, mal! Also, du kannst mit einem Schlag einfach einen eigenen töten, aber... Was aber dazu kommt, man kann ja seine Figur zusammenstellen. Ja, aber jetzt kann ich da meine Leben drauf füllen. Genau, es gibt Team Damage, aber wenn man seine Figur zusammenstellt, und das ist recht speziell, dann wählt man ja aus, welche Waffe und welche Rüstung und so. Und das kannst du Punkt. Also irgendwie eine billige Waffe kommst du für einen Punkt über. Und den gibt es sogar für null. Und aber irgendwie eine fette 2 haben, dann kannst du vielleicht 10 Punkte, dann kannst du 16 zum Verteilen. Und zusätzlich gibt es aber auch Skills. Und ein recht wichtiger ist eben zum Beispiel, dass Friendly Fire nur irgendwie 50% Schaden macht. Und zwar empfangen und austeilt. Ah, oh, das ist immer geil. Und eben, aber du kannst halt, darum siehst du zum Teil also die Nackten da. Ich glaube, der hat einfach einen Brawler-Skill. Und der dann steckt viel mehr, jetzt können wir da noch duellieren. Ja, aber geht jetzt zweite! Komm, jetzt bleiben, jetzt macht sich ein Gangbang zu zweit. Was bist jetzt du? Siehst du mich? Ich, ja, du siehst mich. Man kann übrigens die sechste kann man eine Gruppe machen zum Spielen. Du siehst, du bist jetzt. Ich bin links von dir. Komm mal zu dir. Komm mal zu dir, Simon. Ich kann mal schauen, wie du den. Komm, komm, den hauen wir jetzt ab, den hauen wir ab. Oh, Entschuldigung. Der Blondjob! Komm, Simon, der Blondjob! Ich habe mir 55 Schaden verteilt, aber. Da bumst mich einer. Da. Entschuldigung, da tut einer mich. Anmachen. Nein! Verblühtet! Das ist ja völlig wirr, was du erzählt hast. Das stimmt überhaupt nicht. Alles ist stimmt. Nein, der Charakter, das zeige ich später. Du den Charakter Editor, auf den Gang noch näher ist. Was auch noch cool ist, dass es wirklich keine so Microtransactions und all das gibt. Dass wenn man einen sieht, der wirklich eine geile Rüstung hat, mit coolen Farben, dann weiß man, dass er das spielt. Das finde ich schon noch cool. Und eben, soviel ich weiß, ich habe es noch nicht so viel gespielt. Ist, auch wenn man viel spielt, man kommt dann, man kann sich dann zwar teurere Sachen kaufen, weil man hat nicht alle Waffen von Anfang an zur Verfügung. Sind aber nicht zwingend besser. Ich glaube, sie sind dann einfach wie anders. Aber ich glaube, es ist schon so... Gewisse sind dann, glaube ich, gilt schon so wie der Zweihänder zum Beispiel. Der gilt, glaube ich, schon so als eher bessere Waffe. Boom! Kill! 200! Dreckiger Mann! Komm da, komm da! Hilf mir, hilf mir! Da, der Hure Robin Hood, da, der Wichser. Nein! Der Klotz, der Bastard. Der Chat ist auch erwartungsmäßig top. Oh, übrigens, man kann E-Mails und Scheiß spammen. Man kann zum Beispiel rumschreien. Ah, genau, was im Fall auch noch so ist, wenn der Gegner schreit. Weil man kann ja so Schläge antäuschen, oder? Wichser! Denn wenn er aber schreit dagegen, dann weiss man, der Schlag kommt da wirklich. Ah! Okay. Ja. Nein! Ja. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich finde, du musst das Spiel, man muss es schon viel spielen und regelmäßig, dass man wirklich die Sachen behält. Easy to learn, aber hard to master, ja. Das Gefühl. Weil, der Scheiß ist, du musst immer richtig auf den Gegner schauen, was er gerade macht und mit ja. Cursor auch immer richtig auf der richtigen Ebene sein vom Gegner und so, es ist wirklich noch... Und die Waffen sind halt wirklich langsam. Aber das Krasse, was ich wirklich krass finde, ist, wenn du eine Waffe ausrüstest, dann hat es wirklich mega detailliert beschrieben, wie schnell sie schwingt, wie schnell sie zurückschwingt und wie schnell sie irgendwie... Oh! Wunderschön! Und da voll in Gas gemacht. Ja. Ja, das ist aber. Au, au! Aber über den Haufen gemetzelt. Also komm, jetzt nehmen wir den Hau drauf. Der Commander Lisbär! Ich nehme jetzt den Hau drauf. Ich muss auch mal wechseln da von meinem Cap. Kapitän Morgenstern, hey. Habe ich da. Ich hoffe, du hast ihn so genannt.
Wow! Was ist jetzt das? Ich glaube, ah, es gibt, genau, es gibt ja eben viel Bögen und so, und es gibt dann noch das Katapult, wo meistens die eigenen trifft. Oh. Aber es ist gleich geil. Jetzt hier, dann nehmen wir es. Nein! Siehst du, der hat jetzt den Jack von mir so, der Obelisk. Oh, ich bin immer nicht auf dem Ding. Nein, aber. Natürlich habe ich es im Griff. Wie sehe ich, wo du bist? Du siehst mich auf der Karte mit so einem gelben Kreuz. Also du musst einfach rumschauen. Oh, mein Gott. Ich bin nicht links von dir. Kommst du schon mal zu dir rüber. Dann können wir gemeinsam sterben. Ah, guck da. Der Level ist weit. Hey! Ja, so lange musst du nicht zu mir. Oh, oh, oh. Ah. Laser Brain! Komm da, komm da! Nein! Ich schreibe immer so schnell! Langbogen! Komm, jetzt nehmen wir mal, jetzt machen wir es mal anders. Jetzt nehmen wir den Halunken. Ja, sorry. Aber eben, genau, ich finde wirklich, du, je nach Server, wenn das gegnerische Team vor allem das bessere ist und du ständig stirbst, klar, dann ist es nicht so witzig. Aber ich finde, du hast wenigstens genug Möglichkeiten, zum einfach Scheiß machen, oder? Du kannst dann eben, dann nimmst du dann den Halunken, der hat dann da so Feuerbomben und Bären fallen. Wo aber auch die eigenen können reinlaufen, wie bei allem. Aber es ist gleich, dann kannst du ja sonst keine Punkte machen. Nein, ja, wieso geht er genau nur auf mich? Nein! Genau nichts an dem Tisch. Genau nichts. Und da stellen wir jetzt einen Fallen an. Da unten. Nein! Nein! Ich habe einen Fallen gelegt, Simon. Und bin selber reingelaufen. Das ist nicht wahr. Ja, ich dachte, ich kann doch jetzt nicht sicher rauslaufen. Es ist eine falsche Annahme. 100 Gold habe ich bekommen. Wow. Stark. Also, dann gehen wir geschwind. Aha, das kann ich es aber nicht zeigen. Hättest du gleich, dann poste ich nachher wieder den neuen. Das ist ja gleich. Komm, wir gehen ganz schnell raus. Dann kann ich geschwind das Charaktermenü zeigen. Was haben wir da? Die Rüstungskamera. Das sind eben so die Vorhandenen, die es gibt. Und jetzt kann man hier eigene machen. Entweder, ich habe jetzt hier schon drei. Ich nehme jetzt mal den Witchy und dann kann ich hier bearbeiten. Und das ist, ich finde das schon noch geil. Eben, die Spezialisierungen sind dort, wo man Punkte rein tun kann. Und ich zum Beispiel... Den habe ich jetzt mehr sicher auf schnell gemacht. Eben, freundlich heisst, dass man eben Witchy weniger Damage macht bei den anderen Mitspielern und weniger kassiert. Es gibt einen, wo Blut rauscht, zum Beispiel, kommst du wieder Punkte über und einen umlässt, also Leben. Dann kannst du die ganze Ausrüstung auswählen und dann geht's, du kannst sie einfach kosmetisch kosten. Also du kannst einfach, dass man seine Haare sieht. Da siehst du einfach die Punkte, die es kostet, von diesen 16. Und wenn ich jetzt da zum Beispiel so ein fettes Ding draussen nehme, das kostet mich dann halt dort schon 2 Punkte. Und du kannst wirklich mit Farben kannst alles machen, also das ist wirklich, ich finde es recht geil. Du kannst deine Farben mischen, es gibt verschiedene Muster da, von der Rock zum Beispiel da. Also das muss ich sagen, finde ich wirklich genial. Und dann kannst du halt eben, kannst einfach nackt sein, dann bist du mega leicht. Und dann bei der Ausrüstung, da sieht man es auch davor, Punktezahl. Und eben so die richtigen, die heftigen da unten, die kostet halt einen 11, oder? Und dann hast du wirklich nicht viele Punkte. Stimmen kannst, mit allen Huren gut aus. Das ist wirklich, das finde ich schon noch geil. Kann ich da noch mehr dazu sagen? Nein, ich glaube, das ist alles. Also komm, Europa, Frontline. Hosten ich da nachher wieder. Hosten! Und eben, man kann 6 Gruppen machen. Und eben, es gibt ja noch den Horde Mode, wo man gegen Computergegner einfach immer so Horden von Gegnern kommen. Komm, ich gehe zu den Blauen. Ich bin noch lange nicht drin. Lang. Lang nicht. Ich nehme jetzt mal den Pew Pew. Den Huntsman habe ich ein Stück genommen. Ja. Also ich poste noch schön die Zimmer, Straßburg. Raider, den habe ich wieder nehmen. Straß. Der Twix! Was ist der Raider, der Twix? Checkst? Ja. Genau. Kann ich da einschüchtern? Hey! Hey, sorry, wie kommt jetzt schon ein Ross von hinten? Ja. Das gibt's gar nicht, oder? Ich hätte da jetzt etwas Lustiges sollen spammen, da, und zwar... Ich wollte eigentlich einschüchtern, und es wäre jetzt gerade sehr treffend gewesen, wenn er mich dann einfach über den Haufen geritten hätte.
Weißt du, was ist das Beste, wenn du das Pferd triffst? Stopp Fahrzeugschaden. Das ist geil. Weil es eben ein Fleischstoff ist. Ah nein, da ist er nur. Ah, jetzt habe ich den Spieler getroffen, okay. Das finde ich grossartig. Soll nur kommen mit seinem verdammten Fleischstoff? Yes! Oh, komm nur, mit dem habe ich meine persönliche Fehde. Komm. Nein! Jetzt wieder Vehicle-Schaden. Jetzt mache ich da Kills an Gogo, du. Wenn ich dann nicht mit Molotovs rausrühre. Oh, stimmt, habe ich auch noch. Nein, ich habe nur einen Dolph. Jetzt noch im Camp. Hey, ich muss sagen, der Langbogen, auf dem sehe ich den Nutzen irgendwie nicht so. Ich glaube, er kommt einfach weiter, aber er macht gleich viel Schaden und hat ewig zum Aufziehen. Also. Oh ja, heilen tust du entweder per Medipacks oder es lässt dich nach einem rechten Zeitchen. Ja, oh genau, und du kannst auch skillen, dass es schneller auflädt. Also, du musst auch wieder die Punkte bringen. Ja, genau. Aber es gibt einen, dann tut es 66% erhöhen. Aber das ist wirklich geil, dass du so verschiedene Möglichkeiten hast. Du unter anderem, das Gefühl, ich kann sich hinter dem Wagen verstecken. Munition? Okay, ist kein Problem. Ich kann Dolch. Alles ist gut, ich kann Dolch. meinst du, bin ich in der ersten Begegnung gestorben? Wir nehmen jetzt mal den Räuber. Oder den Veteran. Nehmen wir jetzt mal den Veteran. Ja, und wenn man halt eben Setting mit Schweren hat, dann muss man. Dann musst du wirklich auch schon sehr gut timen, wenn du mit dem Schlag anfängst. Ja, da ist einer mit dem Langbogen. Ah, nein, mit dem Hammer hat man gesagt. Aber einfach, es prätscht einfach geil. Ah, und was etwas auch vom Lustigsten ist, wenn du wirklich mal geschlachtet hast, dann bist du so voller Blut, dass du das Spiel nicht mehr kennst. Dann weißt du nicht, ob zu dir gehört oder zu den anderen. Du siehst, so runter steht es schon so ein bisschen, aber. Das kannst du fast nicht schauen. Ja, da ist du mit. Dann sind wir. Wir sind ganz anders. Nein, du bist ja da. Ich sehe dich ja, du Flasche. Übriger Mann. Ich komme, BÄM! Oh, der andere hat den Kopf verloren, du. Hey, ich sehe nichts mehr. Es ist einfach nur, es ist nur ein Chaos. Es ist nur ein pures Chaos. Ich sehe dich gar nicht auf. Nein! Du bist gestanden da. Ja, das ist, weil wir so weit unten oder auseinander sind. Du bist ja zwei vor mir. Aha. Ah, ich bin besser als du. Du bist nicht einfach schlecht und ich bin noch ein Mühe schlechter. Das stimmt. Soll ich jetzt einfach kommen und dich von hinten verhauen? Nein, ich mach dich mal lieber. Ich bin der hinter dir, der schreit. Bla bla bla! Komm. Musst du bitte nicht da. Ich kann schauen, wie du das Zeug rumschwingst, hä? Boom! Yes! Abgestaubt. Nein, schade. Abstauben ist eigentlich das A und das O in dem Game, wenn man jetzt gut ist. Oh! Ich bin sonst mal in dem Game gegangen, mit 3 Kills und 3 Mal gestorben. Ich schaue jetzt einfach dich gar nicht drauf. Also, nein, ich bin eben nicht drauf. Das ist. Gestern bin ich mal einmal bin ich in den Top 3 gewesen. Mal einmal. Das ist. Ah ja, von wie vielen Spielen? Von 3? Ja. Ich war aber auch schon drittletzt gewesen. Komm jetzt mal zu dir. Können wir den vierten schaffen wir den nicht vielleicht? Bam! Bam! So macht man das! Es fetzelt einfach auch so lässig. Der Impact ist nicht. Ja, der ist wirklich, der ist schwuchtig. Es ist so schwierig. Und einfach. Du musst. Wow, der hat mich voll. Du musst einfach vor allem cool bleiben. Man könnte auch mal den mit dem Schild nehmen. Der ist relativ einfach zum Blocken. Ich finde den einfach ein bisschen langweilig. Haben wir eigentlich kein Katapult, nur die anderen? Ja,
vielleicht gespawnt oder ja. Wenn schon irgendwas passiert. Ja, wir aber eben nicht sicher, ob sie da angreifen sind. Vielleicht. Komm, das Fünfte schaffen wir da. Oh. Ich würde fast die eigene vermöbelt. Hey, vor allem unten rauf. Hast du mal unten rauf gehauen? Ich glaube, noch nie gebraucht. Ich glaube, das würde nie jemand blocken. Das probieren wir jetzt gerade mal. Ja, weil du, je nachdem, wo du deine Maus antust, machst du den Schlag. Und das ist ein bisschen verwirrend am Anfang. Gottverdammi! So mies. So mies. Eben, genau, das ist das. Und dann müsste es halt. Ich sehe nichts. Oh shit. Kommt die Rauchbombe da bei uns? Nee. Da bei uns ist einer. Oh, der hat eine goldige Rüstung. Yes! Okay, lassen wir gelten. Bin ich gestorben? Nein. Aber er hat mir einfach den Kill geklaut. Aber es war okay. Vermutlich wäre ich gestorben. Du Wichser! Ich werde dich gar retten. Oh! Sorry. Yes! Entschuldigung. Aber ich musste... Das ist wirklich, dann hast du mal einen Kill und dann kommst du wieder einen Teamkill über oder so. Ui. Und Amix ist auch geil, wenn es so richtig schwingt. Warte, komm mal nach und haben wir den Mann zusammen. Nein, von hinten, der hure Röstli! Der hure Gaul! Nein, das ist ganz schlecht. Ich hab nicht davon gestimmt. Aber die rösten auch immer. Ich weiß, ey, was, ja, wer hat den Rauch hier hingesetzt im Starting? Das ist hure Näcklig. Ja, aber geil, wenn ich einmal gewinnt. Schon mit dem Kampf, du hast schon ausgeholt, dann musst du dich einfach irgendwie abwenden, damit nicht irgendwie deine Eigner einfach kaputt haust. Ja. Und da ist einer, glaube ich, auch ein Kopf. Also ein Kopf. Ich hätte auch... Nein! Ja, die hat den Abbiegen. Der ist ganz scheiße. Nein! Aber... Es ist auch wirklich immer irgendwo von der Seite. Komm, wir nehmen wieder mal einen anderen. Ja, wir, jetzt nehme ich auch mal einen mit so einem Speer. Speer habe ich noch nicht gross gespielt. Aber ich finde es lustig, es hat auch hohe Variationen halt mit den verschiedenen... mit den verschiedenen Klassen, oder? Ah, schau jetzt da rein, wie gemüllt. Nein! Wow! Ganz mies gewesen. Speer ist halt einfach eben noch gut, weil eben, die Reichweite ist schon extrem entscheidend im Game. Und mit Speer kannst du halt schon recht gut rumstechen. Ups. Oh, ja, aber! Aber es ist eben so, wenn du mal in einer Gruppe bist von Leuten und die anderen müssen immer schauen, dass sie nicht sich gegenseitig, dann können sie zum Teil Huren austeilen. Außer ich stirb dann instant. Nein, wer hat mich jetzt da. Oh, der hat mich knockback. Das gibt's ja. Ah ja, genau, das habe ich ganz vergessen. Wir können noch ginken. Das vergiss ich auch wirklich total. Ja. Yes! Du kannst aber auch. Ah. Und dann kann immer einen Schlag eben das Morphen. Man kann immer einen Schlag mit einem anderen wechseln. Und kannst glaube sogar mit dem Ginken machen. Aber das bringt einfach nicht so viel. Vor allem beim Ginken öffnet man sich halt mega. Und der hier. Genau, und eben, das Ding ist eben, wir können eben eigentlich gar nicht wegrennen, weil die Verfolger eigentlich immer schneller sind. Nein, ja. Genau, wegsteppt. Du kannst... Ja, der Verfolger ist einfach immer schneller. 100 Schaden geht schnell, einfach immer mit anderen Sekunden. Nicht mal auf den Kopf, einfach auf die Füße. Yes! Ein kleiner Teamschaden ist kannst gar nicht verhindern, es geht gar nicht anders. Es gehört eigentlich schon zum guten Ton. Die Besten sind schon über die da oben ohne kämpfen. Der da hinten will sich da verstecken. Nein! Ich glaube, der hat mir gerade den Kopf ab, gerade drüben abgehauen. Fuck, ich bin so mies! Was? Wie? Ah, von hinten.
Komm, ich warte jetzt mal geschwind. Wo bist du? Ich so schnell. Ich kann mich zusammen verlieren. Ich könnte dir auch Rückendeck geben im Pfeilbogen. Das ist einfach 50-50, ob ich dich gebe oder die anderen. Aber ich meine, du vertraust mir ja, oder? Kannst du sagen, dass du mit dem Pfeilbogen voll rein ist? Das cool? Ich bin im Pfeilbogen? Kennst du das Spiel? Yes! Abgestabt, der Bastard. Hey! Hey! Hey, das war Ross. Gell, die Hure Rössli. Das ist Execution of Sword. Keine Ahnung, was das ist. Zwei Führer darfst du eben auch nie. Oh, da kommen sie. Es ist lustig, aber es macht mich unglaublich hässlich. Gut, aber es ist einfach. Wenn du so mies ist wie du. Oder? Ja, ich weiss jetzt auch nicht, was du machst mit der Besser. Nein! Das verdammte Walross haut mich immer ab. Oh, ich find's wirklich, ich find's uhren lustig. Man, eben, auch wenn du schlecht bist, dann kannst du triffst einen mit dem Lappen zu einem. Aber es braucht wirklich Übung. Nein, den wollte ich wollen. Oh, schon der Fall. Hey, wirklich, wenn so Blut überströmt sind, hey. Ich weiß nicht, ob es gerade kreuzt. Yes! Grüße mal oder so, oder? Ja. Nein! Ah, mit dem war jetzt. Das ist jetzt nicht schlecht gewesen. Gut, das ist wieder Level 6. Merkst du gerade, wenn du mit einem mal einen guten Schlag abtauscht hast, ist er meistens schlecht. Mit das Video, the game. Ihr schaut. Hart krass, ne? Nein, ich glaube, das kannst du nicht. Muss mal kurz. Was nehmen wir noch für einen? Nachher nehme ich mal. Nimm noch einmal den Halunken. Das ist halt schon geil, wie es verschiedene Mischungen gibt. Hey, hast du mal mit dem Standgeschütz geschossen? Ich treffe mit dem nichts. Wirklich nichts. Es geht nur so, es geht nur von hinten. Von hinten! Geil. Nein! Lassig. Leck, du kannst dir das in die Tracers. Das ist etwas Verrücktes. Was ist das? Da tut es dir alles nachziehen. Jeder Schwung zieht es dir so nah. Du siehst ihn in der Luft stehen bleiben. Hätte sich besser wäre jetzt. Aber... Komm. Rügeln wir sie runter. Kommst du, Bruder? Wo bist du? Dann ab dir! Ah. Wohohoho! Holy shit! Das ist Katapult, ne? Wow! Oh, ich bin voll vom Katapult. Ich hab's gesehen. Ja, aber nein! Bin ich einfach wieder alleine unterwegs? Nein, ist gut. Hat schon gelegen. Oh. Jetzt bald einfach schon mal klicken, wie wild. Dann ist Tracer verloren. Die sind verrückt. Yes! Schon wieder einer mit dem Ross unterwegs. Ah, ich bin ja da. Schmeiß ich dir halt den Bomben an! Du Doppel! Hey. Bitte nicht in die Fallen hier stehen, danke. Was die Tracer sind abstellen, aber wir müssen gut sein. Aber es ist schon geil, wenn du mal Kämpfe hast, wo sich in Blocks, das ist richtig geil, das ist richtig befriedigend. Aber es ist schon. Also vor allem mit. Ich glaube, mit der schweren Waffe ist es gar nicht so gedacht, zum. Zum Blocken. Wollen wir mal den Battle Royale-Mode noch machen? Oder? Ja, haben wir noch easy Zeit zum Lernen machen? Dann bleiben wir gerade auf dem. Gibt es so irgendeine andere Map, glaube ich.
Ich finde wirklich geil, wie es auch mega detailliert ist, die Rüstung. Und es gibt so, ja, so eine riesen Auswahl. Gehen wir? Wo? Rote Mann. Okay. Geht irgendwie nicht. Aber niemand zur Blauen geht. Bist du jetzt bei der Blauen? Ich habe noch nicht gewählt. Du hast all so lang zum Laden, oder? Du, das Kühl's. Ah, jetzt ist es gegangen. Okay, ist gut. Also, ich nehme jetzt nochmal. Ich nehme jetzt nochmal den Jägersmann! Jägersmann! Ah, schau, jetzt nehme ich mich auch mal das Katapult. Schwingen da links steht das. Hey, weißt du, und wenn das Ross mal frei ist, dann ist schon klar, dass ich dann den Bogenschütz habe. Der kann es nicht mehr. Oder? Mal, aber das bringt mir einfach nichts, weil ich irgendwie so ein Hackebeil habe. Wo steht denn die Hude, das Katapult? Hä? Steht denn das? Ich check's nicht. Du kannst ja nicht die Karte drauf machen oder so. Hey! Ich check's nicht. Falls du einem Katapult vorbeiläufst, kannst du mir nochmal. Jetzt kannst du mir mal mitbringen. Ah, davor hat es schon einen genommen. Au! Jetzt hätte ich fast Fahrzeug Schaden gegeben. Ich hab nicht gesehen, das Eckle. Hey! Kannst du dich nicht abwehren, Drösser? Mal, aber es ist natürlich schwierig, oder? Nein! Ich hab dich gar nicht gesehen. Hat mich auch gerade von hinten genommen. Das ist Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, everybody, we are playing Mortal. Alles gut, ich hab dir den Rücken frei. Das ist kein Problem. Von hinten wünschte ich jetzt nie einen. Warte, das ist gut, Tu ihn ablenken. Ich schieße mir vieles Gesicht. Hilf ihn einfach nicht! Sag ihm, er soll stehen bleiben! Ja, jetzt sind alle von einfach drauf. Oh! Ich hab total befreien. Ja, sie müssen die befreien. Oh, jetzt hab ich nicht wieder in Nahkampf da mit. Riff einfach, Gott, deckel mich ab. Du, wieso kämpfen die zwei miteinander? Die checken es auch nicht so ganz. Zwei sind sich da ein Duell am liefern. Oh, zwei von den Blauen haben sich da den Kampf geliefert. Ja, komm, jetzt nehmen wir nochmal den Fallensteller. Den finde ich nämlich schon mal geil. Hey! Okay, komm, ich kann dir mal den Ingenieur noch kurz zeigen. Ja, den finde ich jetzt auch nicht so witzig, aber mit dem kannst du halt. Scheiße! Spann dich mal! Kannst du doch da irgendwie etwas machen, da nicht? Da. Ein guter Schlag, so ein Teil an, weißt du? So läuft das. So läuft das, Simon. Und dann ist das Zeug aufgestellt. Ich weiss nicht, wie du die Haie flickst, Simon. Aber ich hau einfach mit dem Hammer drauf. Das Velo kaputt ist. Dann hau ich Nein! Dann hau ich einfach ein paar Mal so richtig drauf. Gamerboy Hund! Oh, weißt du, das ist auch ein guter Name. Noob Slayer. Ich mach auch einen drin, oder? Nein, aber hat's auch nicht. Das finde ich auch am geilsten. Mach das da mal hier, ich mach das da mal in den Mauer an. Ja, und eben, mit dem kannst du halt solche Abwehrsachen. Durch das ist halt noch gut zum Durchschießen. Ist wirklich geil. Du stellst einfach Holz hin, haust das Ball mit dem Hammer drauf. So läuft das! Hey, hey! Hey, wer macht denn mein Zeug kaputt? Einfach. Hey! Einfach keine Wertschätzung. Einfach keine Wertschätzung für andere ihre Sachen. Mach ich Musik. Wer hat das eigentlich alles? Simon, soll ich Musik machen für dich? Hast du die Laute? Was machen kann die? Nichts. Ich mach Musik. Hey, hey, hey! Musikanten, haut mir nicht runter. Das ist möglich jetzt mit einem Schmiedehammer. Oh, Entschuldigung. Hey, aber wirklich, kommt immer gleichzeitig die anderen, aber die anderen sind immer irgendwie. Also komm, jetzt nehme ich nochmal den Halunken.
Schau, es ist einfach gescheiter, wenn du einfach gar nicht auf die Liste schaust. Ist so. Nein, stimmt, könnte man mit dem Schild noch nicht. Ein bisschen billig blocken. Aber die mit den Rössern, das sind schon... Die, die es checken, das ist einfach wirklich das Flugzeug-Äquivalent, oder? Nein! Ja, eben. Jawohl! Hey! Wow! Ey, so, ich sehe nichts. Level 36, wie lange gibt es das Game schon? Ja, doch schon etwas 2 Wochen oder so. Level 36! Ich meine, was machen die? Haben die ein Leben? Die arbeitslosen Penner! Denn schon das Leben besteht aus Noobs schliessen! Noobs! Ah, oh, ich habe schon vergessen, dass ich eigentlich mal ein Bömbeli rühren sollte. Ja! 20, 20. Hey, genau, witzig ist ja auch. Ah, oh, sorry, das geht über den Teamkill. Genau, witzig ist ja auch. Wenn mit dem Stein oder so wirst. Scheiße, ich habe wieder nur Teamkills bekommen. Ja, der muss nicht, der ist tot. Ja, du! Dummes Ross immer! Ich kann mal einen die Rösser ein bisschen im Zaun halten. Komm, jetzt nehme ich. Ah, jetzt kann ich gar nicht wechseln. Also nachher nehme ich jetzt mal den mit dem Beschützer. Der Beschützer, dann komme ich dich beschützen, Simon. Ist gut, dann ist alles gut. Und sonst gehen wir einfach campen, Simon. Dann gehen wir einfach in eine Hütte campen. Schlagen wir uns das Zelt auf. Oh, oh! Ja. Komm, da von hinten. Yes! Nein! Laufen doch nicht immer in meine Fallen hier, Mengis! Kann man die Fallen nicht wieder auf? Wie? Kann man die Fallen nicht wieder aufmachen? Ich irgendwie noch. Die Fallen kannst du nicht wieder aufmachen, ne? Kann ich da durchs Fenster durchstaben? Ich glaube, wenn da wirklich ein bisschen strategisch vorgehst und durch eine Mühe gehst, und vielleicht haben wir das Geld. Also, ich würde sagen, ich gebe mir auch hohe Mühe! Das Game, wenn ich da ein länger spielst, ist nur ein Viertel Abend, weil der Phil sich nicht meldet wie gestern Abend. So wie sich jetzt zeigt, zu Recht. Oh, ja, ich kann es einfach nicht gamen gestern. Ich game doch so Zeug nicht allein. Kann ja nicht dafür, dass du keinen Kollegen hast. Du hast alleine gegamed. Also, schau jetzt. Wo bist du jetzt da, du Pappnase? Ich komme jetzt da und beschütze dich. Du kannst dich hinter mir verstecken. Das ist wie Nacht. Du kannst dich hinter meiner breiten Schulter verstecken. Hey! Hätte mich einfach ginkert. Aha! Ich habe keine Ahnung, wo der Gegner ist. Nein! Ey, der Hure raucht. Dort ist ja wirklich gar nichts. Dort wird einfach reingehauen. Der mit dem Schild, das ist so ein der Paladin aus dem WoW, oder? Nerd! Ich habe keine Ahnung, von was du schnurrst. Hast du nie WoW gespielt? Das ist doch die Angstblase. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Alle nur im Angstblasen gesagt. Angstblasen. Der hat den blöden Schild da. Der hat BUM gemacht. Ich weiß wirklich gar nicht, wie der hat. Oh! Ich wollte mal einen vom Ross abhauen. Das schaffe ich irgendwie nie. Nein! Hat doch ein Schild gehabt? Ja, wie? Einfach, wenn einer ein Schild hat, muss man wirklich einfach ginken. Aber das hat jetzt sehr leid bei mir gemacht. Das Game fertig? Oh nein. Komm, wo bist du? Komm, Simon, jetzt.
Kommt es zusammen auf. Du bist zusammen zum Guten und hat auch den Hause gemacht. Ja, genau, drittletzt. Nein, jetzt ist es gerade aus. Beweit. Oh! Podium! Ja! Au, hast du den gesehen? Dritte Arsch kann ihm gehen. Ja, das ist einfach, wenn du so richtig führen gehst und dann haust du den Sieg rein, das ist einfach lässig. Das ist einfach lässig. Morgenstern reinbrechen, also. Das wird unterschätzt, das wird wirklich unterschätzt. Wie lässig das ist, meine ich. Ich weiss nicht, was passiert. Ich hau einfach rein. Es ist ein pure Gaudi. Also ich muss sagen, ich habe viel Spass. Ich bin mega schlecht, ich finde es mega lustig. Warte, jetzt nicht dich mal, hä? Du dich mal einschüchtern, Simon, hä? Hey, könnt ihr nicht so schreien, sonst hört man mich nicht. So rennst du schon wieder so, hä? Du. Oh! Ah, der Wichser! Oh, da sind noch viele, da sind viele. Bam! Sagst nur Bam! Wo sind alle? Nein! Mit dem Langbogen! Aber ich hatte doch Schild gehabt! Okay, wir nehmen eine neue Klasse. Wir haben noch nicht gehabt. Der hat ja ein Riesenschwert. Ich nehme jetzt nochmal den Hau drauf. Der Zweihänder ist einfach eine gute Waffe. Ah, dort ist wieder so eine Ratte mit dem Pfeilbogen. Hey. Ich hab dich gar gesehen. Yeah. Hätte ich einfach umgehackt. Ja, das Krasse ist, wenn du so einen kassierst und du so einen falschen Moment mit dir rein. Du weißt nämlich nicht, wie lange die hohen Animationen sind. Ja, ja. Dann blockst du viel zu früh. Kopf! Oder zu spät. Weil ja, die einen Schwerter sind hohen schnell aufgezogen. Die anderen gehen ewig. Ja, ja, das ist so krass. Und dann so ein. Das ist super krass. Aber eben, ja, eben, die. Man muss viel mehr die. Aber es. Yes! Du musst. Jawohl! Kann man den noch abstechen? Yes! Yes! Wenn sie den Rücken zu mir haben, dann sind sie am besten. So habe ich es am liebsten. Fast. Wieder ein eigener, der Green Bastard. Du Dummdödel. Ich lasse das immer Schwert wegrühren. Ich habe im Fall auch beim einen, dort rühre ich immer Nachladen gedrückt. Ich weiß ja gar nicht, ich weiß schon wieder gar nicht, was das bringt, wenn ich das so habe. Ich tue jetzt mal probieren, die Waffe mit zwei Händen haben. Also mit dem Griff vorne. Das gibt's doch nicht! Katapult, hey! Hat aber auch seinen eigenen getroffen, der Urpflock. Ja, der Kopf, der rollt den Kopf, du, der Weg. Ich soll mir nur immer auf Führer laufen. Ah, übrigens, es gibt auch Third Person, einfach damit ich das einmal noch gezeigt habe. Aber ich glaube, es spielt niemand Third Person. Nein, da kannst du nicht kämpfen mit dieser. Oh. Auf eine Art ist das schon noch lustig. Fährt. Ja, fährt. Oh nein!
Damn. Er beschissen! Der trägt das Speer, der trägt das Speer. Gell, den hasse ich auch, den hasse ich auch. Ich kann jetzt mal genau zu mal schauen, was so geil ist an dem. Irgendetwas muss ja geil an dem sein. Ich hau immer ins Haus rein! Alle jagen dem sich mal. Hey, jetzt habe ich doch kurz nicht aufgepasst. Das wäre meine gewesen. Na, der ist ja rot. Yes! Nein! Er ist immer noch nicht. Ich komm nicht. Ich check das Game nicht. 30 Stutz kostet es, gell? Das gehst du gerade fair. Ja. Jetzt wird geübt! Ja, yeah, nein, es ist nicht. Ich glaube, es ist nicht. For Honor habe ich etwa gleich angespielt. Also etwa 2 Stunden. Nein! Wie? Wer hat mich jetzt da gerade Knockback? Das ist nur ein Katapult, Mann! Hat es dich auch getroffen? Das hat mir also ein Knockback gegeben. Ein trauriger Mann mit einem hohen, traurigen Fieber. Komm, jetzt sneaken wir uns einfach mal hinter die Linie. Und dann hauen wir sie von hinten runter. Ein Popo. Was machen wir jetzt? Das ist meine Taktik jetzt. Oh! Ich hab's gewusst! Ich hab's schon gehört! Hat mich nicht verwünscht. Oh, mein Schwert. Mein Schwert! Moment! Moment! Halt! Halt! Ich hab ein Schwert verloren. Ich hab ein Schwert verloren. Hallo! Achtung, hinter dir! Ja, ich muss ein Schwert haben. Fuck! Fuck! Oh Mann! Ich will auch mal das Ross haben. Wie? 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 Würdest du dich bitte zusammenreissen, ein bisschen? Hä? Ist das wirklich? Ist nicht einfach mit dir. Die Leute, die mal fragen, ob das, warum das nicht Freizeit ist, das ist, weil ich den Simon muss ertragen. Das muss mir bezahlt werden. Alter! Was? Hey, das ist einfach zum Kotzen, wirklich. Die sicher sind nämlich 3000 Mal so schnell wie du auf, obwohl sie eine Rüstung genommen haben. Ich komme gar nicht raus, gell? Ich nehme jetzt nachher wieder den Halunken. Mit dem kannst du wenigstens ein bisschen abstauben. Wo ist er wieder? Der saure Ross, ich höre es schon wieder. Kopfentelli! Hey, der eine ist einfach am raussnipen. Nee. Hey, ich kann den nicht da drüben. Dr. Falk! Dr. Falk! Yes. Schabarack, zack, zack! Schabarack, zack, zack! Alter! Hier kommt der Rattelschnack! Kommt mir einer auf den Grind, du, beim Spawn! Was ist mit dir nicht richtig? Er heisst sogar... Das findest du noch lustig. Oh, hat den Kaiser! Da! Oh ja, klar, ist das dann erst. Yes, aber gestabt habe ich ihn. Aber gestabt, Simon! Jetzt bist du unterwegs da? Ich bin Fallensteller. Halunke, ich bin Halunk! Was kann man eigentlich mit einer Laute machen? Musik! Das ist alles. Ja, das langt ja wohl. Ich habe nicht gesehen, wie Sandstorm The Root gespielt hat. Hey! Die Rössli, ich hasse sie so. Nein! Der haut mich einfach runter! Ich bloß versehen. Jetzt wenigstens einer von uns am Lassressen. Das kann der Ingenieur. So, die überall, wo es ein Schild liegt, kannst du Zeugs aufbauen, mit dem Hammer drauf schlagen und kannst auch einfach sonst so Wände aufstellen. Ein Prügel kann er nur mit dem Hammer halten. Oh! Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut! Damn mal! Mit der einen Klasse, dort langt einfach wirklich ein easy Schlag, dann bist du einfach weg.
Nein, ich will gar nicht auf die Liste schauen. Weit unten sind wir. Kann er noch nicht viel Zeit haben. Es braucht einfach... Es braucht schon gleich. Schau jetzt. Den stechen wir jetzt noch runter, auch wenn es nicht mehr zählt. Ha! Gseh! Da, nimm das! Nimm das! Das war gut. Also komm, dann zeige ich noch schnell... Ich habe aber so viel Gold gemacht, wie selten. Hey, 400! 300 habe ich gemacht. 430! 81. Oh, das langt jetzt aber fast. Ich habe bald Level 7. 3. Also komm, dann gehen wir jetzt mal raus und schauen, ob wir zusammen ein Battle Royale eigentlich können. Ich hätte jetzt gesagt, es geht nicht. Battle Royale! Battle Royale! Bist du schon? Ja, ich bin. Also, du musst. Es geht ja gar kein Ready, oder? Du bist aber schon im Menü? Ja. Nein, ja, dann können wir nicht zusammen. Nein, ja, dann geht's nicht. Kann ich mich nicht drücken. Also, komm, dann schwarte ich dich schon raus. Kannst du machst den Test gleich. Ja, Battle Royale, eben, das ist. Wo bist du, auf Europe oder Worldwide? Europe. Ah, man hätte den gleichen Server einfach versuchen können. Eben, genau, dort ist einfach, du startest nackt und sammelst einfach, machst Kisten auf, Schlut drin und dann, ja. Und die Karte zieht sich zusammen. Battle Royale halt. Genau. Und muss sagen, ich finde es im Fall auch noch geil. Es ist irgendwie, es ist halt noch witzig, weil es ein ganz anderes Tempo hat, oder? Wie ein Shooter Battle Royale. Oh, Waiting for Players ja. Heisst. Heisst Waiting for Players. Wo bist du? Spring rum, komm dich verprügeln. Bin ich jetzt alleine? Nicht wirklich, oder? Bei mir ist irgendwie niemand rum. Ja. What the fuck? Aha, jetzt haben wir Europa gewählt. Dann muss ich geschwind. Schön weltweit, komm. Dann nimmt es geschwind einen. Bist du jetzt raus? Ja, ich mache das weltweit. Ja, ich meine, ich bin einer von 64. Ja, wo siehst du das? Tabulator. Mhm. Tabulator! Ja, da ist besser. Match starting, was haben wir für einen Ping? 76. Wenn ich verliere, haben sie gesehen, es liegt nicht an mir, es liegt am Ping. Pingalingaling! Pingalingaling! Warte, ich muss schon schauen, ob du da drin bist. Gesehen ich das irgendwie? Swiss. Ja. Hast du Swiss? Swiss? Was? Ja, es ist du. Jon Snow ist da drin. Ja, es ist du. Laserbrain. Du bist nicht drin. Nein. Heretic! Okay. Nein, ist nicht gut. Dummy. Schon schlecht gestartet. Das kommt nicht gut, Simon. Scheiße, das Tür ist offen. Es gibt ein kurzes Battle Royale, kann ich euch sagen. Ich gehe jetzt einfach da rum und verstecke mich. Das ist meine Taktik. Oh, das hat jetzt eine Truhe. Kann man nach oben kommen? Oh, was ist Fallschaden? Oh. Shit! Nein! Oh oh! Geht's Bounty nochmal neu, wenn's matcht? Ich glaube, einer hat mich noch. Oh, doch nicht. Mach die Kiste auf! Wieso kann man nicht aufmachen? Wieso bin ich am einzigen Ort, das keine Waffe hat? Fuck. Was sind das für Kisten? Hey, wir haben jetzt überall Kisten, die nichts aufmachen. Verdammte Kack, warum stellt man denn Settings an? Da, die kann man aufmachen. Okay, macht's auf. Was ist das? Eine scheisse Rolle? Oh, es gibt Fall Damage. Oh, Suicide. Okay. Okay, ich kann mich heilen. Oh, okay, kurz mehr. Alles gut. Okay. Schon der letzte 10. Simon, es kommt gut. Ich spür's. Was hat's da? Rüstig. Was ist das? Nimm die doch! Das nimmst du nicht auf da! Okay. Du hast gesehen, die Kisten aus, wo man kann raiden. Kannst du mal die Kiste? Rostige Gabel. Schau jetzt die. Nein, du Wichser! Du Wichser! Ah, von hinten! Und es langt noch für eins. Wenn man nur so lange lebt wie ich, Sechster wurde. Immerhin. Was verdient man da? 70. Wiederholen. Bist du noch dabei? Ich bin noch. Ja, ich habe jetzt da irgendwie Zeug aufgenommen. Ah, ich finde, er funktioniert recht geil da. Er ist halt auch viel kürzer als jetzt irgendwie. PUBG oder selbst Apex. Hast du eigentlich Apex mal wieder gespielt?
Länger nicht mehr, länger nicht mehr. Aber ich habe meinen Computer jetzt ja etwa einen Monat lang nicht aufgestellt. Ganz mies, ganz mies. Der verprügelt jetzt hier. Was hast du die Hände oben? Hast du gerade eine Welle? Hast du gerade eine Welle? Hast du gerade eine Welle? Zack, bumm! Anders verprügelt habe ich den. Komm, komm! Have at them, boys! I think we better run! Kannst du einen Boxer, kannst du auch noch geile Duell machen? Komm nur, du Bastard! Bam! Bam! Wieso erzählt das noch nicht? Schade, schade. Das wäre ein guter Anfang gewesen. Oh, da hättest du mich gesehen, Simon. Das war so gut gewesen. Oh, da hat es gerade eine Kiste. Nein, da war gar keine Waffe drin gewesen. Fuck! Weißt du, du musst auch so sagen, die für den Battle Royale kannst du dich ja auch designen. Die haben dann so offensichtliche Farben, weißt du? Also ich stelle jetzt einfach irgendwo einen Fallen auf und hoffe, dass wenigstens einer drin latscht. Nein! Das ist wie hier wieder. Der sechste wurde oder so. Hippie! Ich kann einen Hippen! Ah, Hippen. Ich kann einen Hippen. Okay, Simon, jetzt geht's mal das letzte Spiel. Und XP gibt's auch noch. 20! Ah, super. Lang genau um 10 für den neuen Level. Oh, oh! Schau jetzt. Jetzt machen wir das taktisch. Jetzt laufen wir nämlich hier dieser Fall vorbei. Vorbei. Nicht trainieren. Ich habe Angst. Ich laufe sicher trainieren. Ah! Nein! Bin ich selber reingelaufen? Natürlich bin ich selber reingelaufen! Ah! Egal, ist geil gewesen. Ja, komm. Ja. Ist geil gewesen. Ding ist geil. Brennt das Ross? Gibt es sogar auch. Das ist auch etwas, das Auto-Äquivalent. Ja, Mordhau. Aktuell gibt es nur für PC. Ich finde es recht geil, das kostet etwa 30 Stutz Steam. Ja, und ich finde es wirklich recht geil. Tutorial ist etwa eine Viertelstunde. Muss spielen, sonst ist es gar keine Chance. Und auch dann, es ist wirklich eins, das musst du einfach ein bisschen regelmäßig spielen und ein bisschen üben. Das ist, aber ich meine, ja, wenn man nicht so ein Tryout hast wie den Simon, dann kann man es auch dann lustig haben. Aber es ist schon so. Also, es hilft extrem, wenn es ein bisschen... Wenn du es im Griff hast, ja, ich glaube. Also, ich kann jetzt ja, weil die Duelle verlierst du einfach sonst jedes Mal, wenn einer, der ein bisschen rauskommt, der putzt die einfach ab. Eins gegen eins. Ja, der putzt die einfach ab. Und auch sonst, ich meine, du siehst immer die, die umringt sind von vier und noch ein paar mitnehmen. Die kommen einfach ein bisschen raus. Ja. Aber ja, ich finde es ein recht Gaudi. Und eben, man kann bis zu sechsten in eine Gruppe reingehen, gamen. Das ist also recht geil. Mordhau! Spielt das, nächste Woche wissen wir noch nicht, aber wieder am Mittwoch um den Mittag. Wahrscheinlich irgendetwas, ja, was hören. Vielleicht spielen wir jetzt wirklich mal um Magic Arena. oder etwas anderes. Oh, okay. Ciao, ciao. Tschüss.